Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Ich freue mich sehr, dass wir eine neue Referentin gewinnen konnten für unsere Videos. Sarah Konrad ist Postdoc, promovierte Astrophysikerin also und forscht als Kosmologin an der Universität in Heidelberg. Sie ist dort tätig beim Structure Excellence Cluster und wird etwas erzählen zu den Orten, von wo eigentlich die kosmische Hintergrundstrahlung kam. Viel Spaß dabei und ich bin gespannt, was ihr kommentieren werdet. Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte mit Ihnen heute über den kosmischen Mikrowellenhintergrund sprechen. Dafür habe ich Ihnen eine Karte, eine Himmelskarte der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung mitgebracht. Was Sie hier sehen, sind Daten des WMAP-Satelliten, die in den Jahren 2001 bis 2010 aufgenommen wurden. Das Bild ist bereits für die Vordergrundstrahlung bereinigt, sodass wir hier tatsächlich nur die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung sehen. Die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung hat ihr Intensitätsmaximum bei einer Wellenlänge von etwa 1 mm. Und die roten und blauen Flecken, die Sie hier sehen, sind Fluktuationen in dieser Intensität. Die roten Flecken sind Bereiche, in denen die Intensität etwas höher ist. Die blauen Flecken sind Bereiche, in denen die Intensität etwas niedriger ist. Dadurch, dass das Maximum der Intensität bei einer Wellenlänge von etwa 1 mm liegt, wissen wir, dass die Temperatur dieser Strahlung etwa 2,73 Kelvin beträgt. Und diese Fluktuationen, die ich soeben angesprochen habe, sind im Bereich von einem Hunderttausendstel Kelvin. Das heißt, wir haben hier eine Hintergrundstrahlung, die eine Mittelwertstemperatur von 2,73 Kelvin hat und nur ganz, ganz schwach fluktuiert. Entdeckt wurde diese Strahlung durch Zufall 1964 von den Funktechnikern Penzias und Wilson, die dafür tatsächlich auch 1978 den Nobelpreis für Physik erhalten haben. Aber warum ist diese Strahlung so interessant, dass sie eines Nobelpreises würdig ist? Schauen wir uns an, wo diese Strahlung herkommt. Theoretisch vorhergesagt wurde diese Strahlung bereits 1948 von Ralph Alfair und Robert Hermann. Und wenig später auch von Georg Gamow, der diese Strahlung noch etwas genauer berechnet hat. Und zwar aufgrund der folgenden Überlegung. Wir wissen durch Beobachtungen, dass sich das Universum ausdehnt. Und das macht es nicht nur heute, das hat es auch in der Vergangenheit gemacht. Das heißt also, wenn wir in der Zeit zurückgehen, dann nimmt die Dichte im Universum zu. Und nicht nur die Dichte nimmt zu, auch der Druck nimmt zu. Und die Temperatur nimmt zu. Wenn wir nun immer weiter in die Vergangenheit gehen, dann erreichen wir einen Zeitpunkt, in dem die Temperatur, die Dichte, der Druck so hoch waren, dass alle Atome im Universum vollständig ionisiert waren. Was bedeutet das jetzt für unsere kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung bzw. deren Ursache? In den ersten 370.000 Jahren nach dem Urknall haben wir also eine Situation in unserem Universum, in dem es so heiß ist, dass alle Atome vollständig ionisiert sind. Wir nennen diesen Zustand ein Plasma. Was Sie hier sehen, ist eine schematische Darstellung dieser Situation. In Rot sehen Sie Atomkerne, die sind positiv geladen. In Grün Elektronen, die ungebunden von den Atomkernen frei im Raum umherschwirren. Und in Gelb die Photonen, die zu der Zeit auch im Universum vorhanden waren. Nun ist es so, dass Photonen an freien Ladungen streuen. Das heißt, ein Photon, das im Raum unterwegs ist und auf eine freie Ladung trifft, wird sofort abgelenkt. Was heißt es aber, wenn Photonen dauernd abgelenkt werden? Das heißt, sie werden gestreut. Das heißt, das Medium ist nicht durchsichtig, ähnlich wie im Nebel. Im Nebel ist es auch so, dass Licht an den Nebelteilchen gestreut wird, deswegen können wir nicht durch den Nebel schauen. Genau die gleiche Situation haben wir am Anfang des Universums. Die Photonen sind in diesem Plasma gefangen, sie streuen, unser Universum ist nicht durchsichtig. Was passiert nun aber, wenn das Universum weiter abkühlt? Wenn das Universum jetzt weiter abkühlt, verlieren die Elektronen und die Atomkerne ihre kinetische Energie und können gebundene Atome bilden.
Hier sehen wir auf der rechten Seite des Bildes den Übergang von dem vollständig ionisierten Plasma zu einem Zustand, in dem sich nun die ersten Atome bilden. Das ist gekennzeichnet durch diese grauen Ringe. Das soll die Bahn der Elektronen um die Atomkerne darstellen. Nun ist es so, dass die Ladungen nicht mehr frei im Raum vorhanden sind, sondern sie sind gebunden. Das Medium fängt an, neutral zu werden. Wir bilden hauptsächlich neutralen Wasserstoff. Und neutraler Wasserstoff ist durchsichtig für Licht. Und das bedeutet, dass in diesem Moment unser Universum durchsichtig wird. Das heißt, in diesem Bereich, wo unser Universum so weit abkühlt, das ist etwa bei 3600 Kelvin, dass sich neutrale Atome bilden, wird unser Universum durchsichtig. In dem Moment, wo es durchsichtig wird, können alle Photonen, die vorher im Plasma gefangen waren, frei und geradlinig durch den Raum propagieren. Und die Photonen, die 370.000 Jahre nach dem Urknall jetzt frei durch den Raum propagieren, die können wir heute messen, und das ist der kosmische Mikrowellenhintergrund. Heute hat der kosmische Mikrowellenhintergrund eine Temperatur von etwa 2,73 Kelvin im Vergleich zu der Temperatur 3600 Kelvin. Da sich das Universum ausdehnt, sich die Wellenlänge der Photonen eben mit ausdehnt auf etwa das Tausendfache des damaligen Wertes, und deswegen ist die Temperatur heute etwa ein Tausendstel dessen wie damals zur Zeit der Rekombination, als das Universum durchsichtig wurde. Doch wo kommt diese Strahlung eigentlich her und warum können wir die heute noch sehen, obwohl die über 13,8 Milliarden Jahre alt ist? Das schauen wir uns jetzt gleich mal zusammen an der Tafel an. Bis gleich. Was Sie hier sehen, ist ein Raumzeitdiagramm. Auf der X-Achse haben wir eine Distanz und auf der Y-Achse die Zeit. Der Punkt hier bezeichnet die Zeit heute. Und hier unten haben wir den Urknall. Dieses Diagramm ist so gewählt, dass es aus unserer Perspektive ist. Das heißt, wir bewegen uns nicht im Raum. Und aus diesem Grund ist unsere Bewegung die Weltlinie, die durch die Y-Achse angezeigt wird. Galaxien, die zu einem gewissen Zeitpunkt, einem beliebigen Zeitpunkt, den ich hier eingezeichnet habe, an verschiedenen Distanzen sind und sich auch mitbewegt bewegen, die bewegen sich entlang dieser geraden Linien. Das sind die mitbewegten Weltlinien dieser Galaxien. Das heißt, eine Galaxie, die zu einem früheren Zeitpunkt relativ nah bei uns war, wird sich aufgrund der Expansion des Universums immer weiter von uns wegbewegen. Eine zweite Galaxie, die doppelt so weit entfernt ist, wird sich auch immer weiter von uns wegbewegen und auch immer doppelt so weit entfernt sein wie die erste Galaxie. Die dritte Galaxie ist dreimal so weit entfernt, die vierte viermal so weit, fünfmal so weit und so weiter. Es bedeutet, dass der relative Abstand zwischen den Galaxien immer gleich ist. Das heißt, Galaxie 2 hat immer den doppelten Abstand zu uns wie Galaxie 1, Galaxie 3 immer den dreifachen wie Galaxie 1. Und jetzt war unsere Frage, wo kommt das Licht der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung eigentlich her? Also von welchen Orten kommt diese Strahlung her? So, jetzt machen wir, konstruieren den Weg der Strahlung jetzt mal rückwärts. Licht, das wir heute von Galaxie 1 empfangen, ist dann den folgenden Weg gelaufen. Hier eine 45-Grad-Linie zu Galaxie 1. Jetzt stellen wir uns vor, dass Galaxie 1 einfach Licht, das sie von Galaxie 2 erhalten hat, an uns weiterleitet. Das heißt, wir fragen uns nun, okay, Licht, das von Galaxie 2 zu Galaxie 1 gesendet wurde, welchen Weg ist das eigentlich gegangen? Jetzt können wir das hier in diesem Diagramm nicht so einfach zeichnen, weil alles aus unserer Perspektive gezeichnet ist, aber wir einen Lichtstrahl zwischen Galaxie 1 und 2 uns anschauen wollen. Hier können wir uns jetzt folgenden Trick zunutze machen. Wir wissen, dass unser Abstand zu Galaxie 1 der gleiche Abstand ist wie von Galaxie 1 zu Galaxie 2. Das heißt, wir schauen jetzt einfach zu diesem gleichen Zeitpunkt, wie lang würde denn ein Lichtstrahl, welchen Weg würde denn ein Lichtstrahl nehmen, den wir
zu diesem früheren Zeitpunkt von Galaxie 1 erhalten haben. Ja, wir zeichnen wieder unsere 45-Grad-Linie und erreichen diesen Raumzeitpunkt. Damit haben wir auch schon die Antwort, welchen Weg der Lichtstrahl von Galaxie 2 zu Galaxie 1 geht. Er läuft nämlich genau das gleiche Zeitintervall lang, dadurch, dass die Abstände gleich sind. Das heißt, wir können einfach diesen Zeitpunkt verlängern und wissen, dass das der Weg ist des Lichtes, den das Licht von Galaxie 2 zu Galaxie 1 gelaufen ist. Jetzt machen wir das Ganze noch einen Schritt weiter. Jetzt überlegen wir, Galaxie 2 sendet uns Licht weiter, das sie von Galaxie 3 bekommen hat. Das heißt, Galaxie 3 hat irgendwann einmal Licht an Galaxie 2 geschickt, das Galaxie 2 hier weiterleitet. Jetzt können wir genau den gleichen Trick wieder machen. Wir schauen an, okay, wie lang würde es dauern, im gleichen Zeitintervall, dass wir Licht von Galaxie 1 zu uns schicken. 45-Grad-Linie. Das ist der Zeitpunkt. Das ist genau der Zeitpunkt, zu dem die Galaxie 3 einen Lichtstrahl zu Galaxie 2 schickt. Galaxie 2 leitet ihn weiter an Galaxie 1. Galaxie 1 leitet ihn weiter zu uns. Nun können wir das Ganze immer weitermachen. Das heißt, jetzt nehmen wir Galaxie 4 mit auf. Das ist der Zeitpunkt. Jetzt wollen wir Galaxie 5 mit aufnehmen. Das ist unser Referenzlichtstrahl, unsere Referenzzeit. Jetzt nehmen wir Galaxie 6 mit auf, Referenzlichtstrahl. Das hier ist unsere Zeit. Und die nächste Galaxie, wieder ein Referenzlichtstrahl. Und das ist die Zeit hier. Wenn wir jetzt hier uns noch weitere Galaxien denken würden, dann sehen Sie, dass unser Lichtstrahl hier so eine Kurve in diesem Diagramm läuft. Das heißt, wenn wir hier noch weitere Galaxien hätten, dann würden wir hier immer weiter nach unten gehen, bis im Urknall alles miteinander verschmilzt. Das Ganze ist jetzt ein bisschen eckig, dadurch, dass unsere Galaxien eine endliche Entfernung haben. Wenn man das Ganze ein bisschen runder zeichnet, das mache ich jetzt, fahre ich jetzt einmal nach, ein bisschen runder, wie man es erwarten würde, haben wir hier so eine schöne Tropfenform. Und das Ganze haben wir nicht nur aus der einen Richtung, sondern auch aus der anderen Richtung. Und auf der anderen Seite können wir es symmetrisch genau das Gleiche machen. Das heißt, wir kriegen nicht nur Licht aus einer Richtung, sondern wir kriegen auch Licht aus einer anderen Richtung. Und der Lichtstrahl würde diesen Weg entlang gehen. Bis im Urknall alles beieinander ist. Und diese Linie hier, die nennen wir einen Lichtkegel. Das ist der Weg, den das Licht gehen kann. Und alles, was wir heute sehen, alle Objekte, Strukturen, alles, was Licht aussendet und an uns schickt, das sind Objekte, die auf diesem Lichtkegel liegen. Und nun kommen wir zurück zu der Frage, wo kommt eigentlich die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung her? Ja, die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung kommt aus einer sehr, sehr frühen Zeit des Universums. Da war das Universum 370.000 Jahre jung. Heute ist es etwa 13,8 Milliarden Jahre alt. Das heißt, der kosmische Mikrowellenhintergrund wurde zu einer sehr, sehr frühen Zeit ganz weit hier unten ausgesendet. Wenn man die Zeitachse hier linear betrachtet, dann würde man das kaum sehen können. Das ist ja mir ein winzig ein Zeitraum, der hier sehr nah am Urknall liegt in diesem Diagramm. Und wir können aus diesem Diagramm jetzt direkt ablesen, wie weit die Materie entfernt war, die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung freigelassen hat, die wir heute noch beobachten können. Die war nämlich gar nicht so weit von uns entfernt. Dieser Bereich hier, der ist extrem klein. Das ist ein extrem kleiner Bereich von etwa 13 Megaparsec. Und den Weg, den das Licht dann gegangen ist, Sie sehen es hier,
Zunächst hat sich die Distanz tatsächlich aufgrund der Expansion des Universums vergrößert. Die Distanz wird hier immer größer, bis sie hier einen Umkehrpunkt hat, in dem sich die Distanz kurz nicht ändert und dann erst bewegen sich die Photonen tatsächlich auf uns zu, bis sie uns heute erreichen. Nun kann man sich fragen, das Gas, aus dem damals die Photonen entsandt wurden, die wir heute noch wahrnehmen können, wo ist das jetzt eigentlich? Damals war es sehr nah, aber aufgrund der Expansion sind diese Gaswolken, die die Photonen entsandt haben, die wir heute beobachten können, natürlich extrem weit von uns weggetragen worden. Wir müssten hier eine Linie ziehen, die hier sehr, sehr flach immer weiter in die Distanz geht. Und wenn wir das zu dem Zeitpunkt heute betrachten würden, dann wären diese Strukturen tatsächlich 1000-mal weiter weg als die 13 Megaparsec, die es damals waren. Das heißt, wir sind 13.000 Megaparsec entfernt. Und anhand von diesem Diagramm sehen wir nicht nur, dass der kosmische Mikrowellenhintergrund tatsächlich aus einer Region kommt, die damals sehr, sehr nah bei uns gewesen ist. Das sehen wir in diesem kleinen Abstand. Sondern dieser Lichtkegel definiert auch das gesamte beobachtbare Universum. Alles, was hier außerhalb liegt, ist für uns heute nicht beobachtbar. Die Region hier innen, das ist das beobachtbare Universum. Ich hoffe, ich konnte Ihnen heute einen kleinen Einblick darin geben, wo die kosmische Mikrowellenstrahlung eigentlich herkommt, welchen Weg sie zu uns zurückgelegt hat, und ich freue mich gerne auf das nächste Mal.